Oh Mann, Leute. Ich habe mir gerade mein Team angesehen und dann wieder festgestellt, dass wir im letzten Part richtig vernichtet wurden. Raffaello wurde besiegt. Poga wurde besiegt. Und auch Jackie Lee wurde besiegt. Wir haben jetzt dafür Draculus und Orgelistin dabei. Die beiden brauchen auf jeden Fall noch einiges an Training, bevor die wirklich einsatzbereit sind. Aber erstmal haben wir die. Und ich würde sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, besorgen wir uns die nächsten Starter-Pokémon hier bei dem Interviewer-Team von Jubelstadt TV. So, wir kennen das ganze Spiel ja schon. 5 Fragen beantworten und dann kämpfen. Die erste Frage. Gibt es eine Höhle namens Toyofälle in der Johto-Region? Nein, die Toyofälle liegen in der Kanto-Region. Zwar nur so gerade, aber sie sind in Kanto. Gibt die Arena von Viola City den Federorden an Trainer? Ich glaube, das ist der Flügelorden, nicht der Federorden. Der Federorden ist in Höhlen. Dritte Frage. Kann man Orangen Aprikokos in der Johto-Region finden? Nein, es gibt Gelb, es gibt Rot, aber kein Orange. So, vierte Frage. Wobei, eigentlich ist das ziemlich langweilig. Kommen wir sofort zum Kampf. Okay, dann kämpfen wir halt sofort. 3 Johto-Fragen. Ich denke, wir kriegen es diesmal mit den Johto-Startern zu tun. Das sind die Starter, mit denen ich am wenigsten anfangen kann. Aber sie in der Reserve zu haben, ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, ich würde sagen Flügelschlag. So ein Endivier kann uns eigentlich nicht sehr viel tun. Es macht 10 KP Schaden, ne? Wobei 9 KP. Das heißt, auch ein Volltreffer wird nicht reichen, um uns zu besiegen. Jetzt wird ein Volltreffer schon reichen. Das heißt, ich gehe auf einen Trank. Oh, ich muss auch gleich mal neue Tränke kaufen. Ich möchte auf jeden Fall, dass Draculus jetzt sehr, sehr viele EP bekommt. Ich habe auch überlegt, ob ich die beide auf Level 15 bringen soll. Aber ich habe darauf verzichtet. Aber eigentlich wäre schon ganz gut. Gut, kein Volltreffer. Alles noch gut hier. Alles im grünen Bereich. Und Endivier ist besiegt. Hm. Ja gut, Orgelistin kriegt auch 102 KP. So, es kommt Feuerriegel. Ich könnte auf Orgelistin gehen und Aquavelle einsetzen. Aber das Ding ist auf Level 15. Wir würden einen Treffer einstecken, weil wir wechseln. Wir würden einen Treffer einstecken, weil das Feuerriegel schneller ist als Orgelistin. Das ist mir zu viel. Das ist mir auch zu gefährlich. Deswegen gehe ich sofort auf Aquaman. Oh, es kann sogar Flammenrad. Ganz schön gefährlich. Okay, ja, dann würde ich sagen, einmal Aquawelle. Natürlich ist es auch schneller als Morabel, weil Morabel nicht sehr schnell ist. Gut, Aquawelle trifft. Aquawelle sollte regeln. Ja, perfekt. One-Hit-KO. Ja, jetzt gibt es kaum Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob ich mit dem EP-Teller zufrieden bin. Ich habe das Gefühl, ich verliere damit einfach nur Erfahrungspunkte. Klar, die werden nicht verloren gehen, aber die werden so aufgeteilt, dass einfach niemand ein Level erreicht. Und das gefällt mir nicht. Ich gehe mal auf Bulldoze. Um die Initiative zu senken. Oh, Scary Face. Dann, ja, Dekokröte ist eigentlich alles, was ich hier tun kann. Mhm, Aquaknarre. Bringt dir aber nichts, Kanimani. Die Kugelsaat erledigt dich. Ja, und damit haben wir dann die Johto-Starter. So kann's gehen. Und Level 13 für Orgelistin. Außerdem möchte ich das Kreideschrei lernen, aber ja, brauchen wir nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Johto-Starter ab. Ich mache mal eben Platz im Team. Oh, ich bin noch in der Friedhofsbox.
So. Wir brauchen einmal kurz Platz. Mehr nicht. Ich dachte mir, wir haben Sommer. Alle Leute grillen. Nennen wir die Joto-Starter doch einfach nach einem Grillabend. Das fängt an mit Endivir. Und na gut, wie sollte man es sonst nennen, wenn man schon beim Grillabend ist? Als Salat. Dann gibt es Feuerriegel. Das nennen wir ganz kurz und knapp Barbecue. Und dann noch Kanimani. Und das wird unser Eistee. Ja, es ist kein Eis-Pokémon, aber irgendwie finde ich Eistee bei so einem Impergator ziemlich süß. Okay. Ja, ich habe gesagt, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Ich packe sie in die Reservebox. Eventuell werden wir sie irgendwann brauchen, wenn alle unsere Pokémon sterben. Aber bis es soweit ist, bleiben sie erstmal hier. Und das nächste Pokémon werden wir jetzt auch sofort fangen. Auf der nächsten Route. Route 205. Erstmal ist hier ein kleines Mädchen, das unsere Hilfe braucht. Hilfe, Hilfe, Trainer. Bitte, ich möchte meinen Papa sehen. Mein Papa und ich, wir leben in den Windkraftwerken. Aber dann kamen komische Leute, die ausgesehen haben wie Astronauten. Sie haben mich rausgeworfen. Und jetzt muss mein Papa irgendwas für sie tun. Bitte, Trainer. Ich vermisse meinen Papa. Okay, dann müssen wir natürlich sofort eingreifen und, da den Rüpel verprügeln. Ich will aber das Item mitnehmen, ein Magnet. Ja, und ich vermute, wir werden hier auch Elektro-Pokémon haben. So, was wird unser Encounter hier auf Route 200... Nee, gar nicht, wir sind jetzt bei den Windkraftwerken. Und unser Encounter ist ein Magnetilo. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Mit Magnetilo können wir sehr, sehr viel machen. Au, das macht 20 KP Schaden. Aber 20 KP tötet halt nicht. Waterpulse hoffentlich auch nicht. Ah, natürlich paralysiert. Naja. Mache ich denn da jetzt am besten, um das noch ein bisschen zu schwächen? Weil so bleibt mir das nicht im Ball. Donnerwelle bringt dir gar nichts. Auch bei Orgelisten hätte es gar nichts gebracht, weil Orgelisten sowieso schon paralysiert war. Tackle bringt auch nicht viel. Aber gelber Bereich, ich denke, das ist eigentlich gut genug, um einen Ball zu werfen. Und ich würde sagen, wir gehen auf einen Superball. Ja, perfekt. Magnetilo wurde gefangen. Und Magnetilo wird unser neues Teammitglied. Dann haben wir auch ein Stahl-Pokémon. Elektrostahl. Und ein ziemlich gutes Pokémon. Das könnte echt wichtig werden. Das wird unser Captain Z. Ja, bei manchen Pokémon weiß ich sofort Bescheid, wie ich sie nennen möchte. Bei anderen irgendwie nicht. So, das schauen wir uns erstmal an. Okay, plus Verteidigung, minus Angriff. Angriff brauchen wir eh nicht bei Magnetilo. Und es hat einen sehr guten Spezialangriff von 27. Und außerdem können Stahl-Pokémon nicht entkommen. Das bringt uns nicht so viel, aber trotzdem gut. Huch, dann kann ich bei Magnetilo bleiben. Donnerschock ist unsere erste Wahl. Sonic Boom, auch eine sehr gute Attacke. Und Funkensprung brauchen wir bei dem Angriffswert eigentlich nicht. So, hier oben ist auch noch ein Item. Schockwelle. Ist ja noch besser als Donnerschock. Das geben wir auch sofort.
würde sogar sagen, es kriegt auch Orgelistin. Ja, die kann es nämlich auch lernen. Und besser als Pfund ist das ja alle Male. Dann Pfund weg. Und Orgelistin nennt erstmal Schockwelle. Aber ruhig auch Captain Z. Auch Captain Z kann es gebrauchen. Man, es macht 50% mehr Schaden als Donnerwelle. Das ist schon einiges. Ich würde aber trotzdem Funkensprung wegtun. Weil wir den wirklich nicht brauchen. Und Donnerschock kann immerhin paralysieren. Also es kann Momente geben, da ist vielleicht Donnerschock die bessere Wahl. So, nächster Kampf. Ich werde kurz heilen gehen und dann sehen wir uns beim Rüpel wieder. Oh, es hätte sogar Fritzeblitz gegeben. Ist ja auch nicht schlecht. Na gut, dann versuchen wir jetzt hier gegen den Rüpel zu gewinnen. Kämpfen müssen wir nämlich. Wag es ja nicht in das Kraftwerk zu gehen. Mir wurde befohlen, jeden draußen zu halten, der nicht zum Team Galaktik gehört. Und du siehst so aus, als ob du es trotzdem versuchen willst. Na gut, dann wirst du gegen mich kämpfen müssen. Ich habe jetzt übrigens Dodongo an erste Stelle getan, weil ich möchte, dass Dodongo sich noch in diesem Part entwickelt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Kraft und so ein Glutexo wird da helfen. Okay, Fifian. Außerdem hat sich gerade ergeben, dass Draculus Giftzahn gelernt hat. Eine sehr gute Attacke, die wird uns auf jeden Fall noch weiterhelfen. Und das war auch guter Schaden. Ah, das aber auch. Gut, das Fifian sollte sofort besiegt sein. Gibt das gute Erfahrungspunkte? Ah, nur 82, weil die andere Hälfte an Orgelistin geht. Und es kommt Hunduster. Ah, und das senkt unseren Angriff. Ich bleib mal drin. Ich hab ja immer ein Felsgrab. Ja, aber der Angriffsdrop war schon hier so, dass er uns jetzt davon abgehalten hat, dieses Hunduster mit zwei Angriffen zu besiegen. Es sei denn, es kommt ein Volltreffer. Nein. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, es macht nochmal Jauler. Oder Glut, das reicht. Nein, es reicht nicht. Oh mein Gott, war das knapp. Das war jetzt sehr, sehr gefährlich. Ich hätte eigentlich wechseln müssen. Oh Mann. Aber gut, alles sicher. Wir leben und so wird es bleiben. Level 14 für Orgelistin. Und es kommt... Schlupphook. Meinetwegen. Schlupphook, was mache ich dagegen? Ich könnte Draculus einsetzen. Aber ich fürchte, das wird einfach nur lange dauern, bis wir da irgendwas erreichen. Weil ich könnte nur mit Lügelschlag angreifen. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos mit Aquaman. Auch wenn Draculus sicherlich Erfahrungspunkte gebrauchen könnte. So. Ach, warum mache ich den Waterpulse? Ich brauche eigentlich Bulldoze. Na, ist egal. Reicht auch bei zwei Angriffen. Und es kommt Amnesie, das heißt, Waterpulse wird auf jeden Fall nicht mehr reichen. Halb so wild, dann eben doch Bulldoze. Ja, dann war der Rüpel jetzt auch nicht das Problem. Ah, super, von einem Kind besiegt worden. Naja, aber du kannst auch nichts machen, wenn ich mich jetzt hier mit dem Werkschlüssel einsperre. Denn der andere Werkschlüssel ist nicht hier. Meine Leute haben den drüben bei den Auen von Flori. Naja, in diesem Sinne bin ich nicht mehr der Verlierer. Alles klar. Dann können wir noch nicht zu den Auen von Flori gehen. Da bin ich noch nicht bereit für. Da werden nämlich sehr, sehr harte Kämpfe auf uns warten. Das kann ich jetzt gerade noch nicht leisten. Ich würde sagen, wir machen auf Route 205 weiter. Da haben wir jetzt auch noch einen Encounter, weil das eine Magnetilo war ja gerade bei den Windkraftwerken. Und die Route 205 ist eben was anderes. Ich will natürlich immer noch, dass Glumanda sich entwickelt. Ich weiß nicht, wie weit wir auf der Route vorankommen. Irgendwann geht es nicht weiter, weil Team Galactic uns den Weg absperren wird. Das weiß ich. Aber vielleicht kommen wir bis zum ewigen Wald.
Erstmal können wir uns aber hier den Encounter. Und es ist ein Voltilam. Ist gar nicht so schlecht, aber wir haben ja jetzt schon ein Magnetilo. Von daher sehe ich nicht so den Sinn in einem Voltilam. Ich werde es natürlich trotzdem fangen. Aber behalten möchte ich es eigentlich jetzt nicht. Also ich nehme es auch nicht ins Team auf, weil ich müsste Magnetilo rausnehmen und das macht keinen Sinn. Von daher, ja. Wir fangen es, wir tun es in die Reservebox und vielleicht werden wir es irgendwann brauchen. Vielleicht auch nicht. Sei es so. Okay. Ich meine, so ein Ampharos wäre schon nice, aber Magnezone ist einfach sehr viel besser. Und ich nenne dich einfach... Das ist jetzt ein bisschen doof, weil es ein Pokémon gibt, das so heißt. Aber ich nenne dich trotzdem Wolli. Auch wenn du irgendwann keine Wolle mehr hast, aber... Naja, was soll's. Okay. Nächstes Pokémon. Was hätten wir noch bekommen können? Auf dieser Route gibt es eigentlich sehr viele coole Pokémon. Na gut, Hauptspross würde ich nicht dazu zählen. Aber Hauptspross ist ein guter Gegner für Dodongo. Auch wenn es uns ungefähr gar keine Erfahrungspunkte geben wird, vermute ich. Immerhin One-Hit. Na, 58, das ist gar nicht so wenig. Wäre auch sehr viel gewesen, wenn wir nicht den EP-Teiler hätten. Ich denke, ich werde den bald wegnehmen. Hier gibt's Protzer und hier steht schon Team Galaktik, das heißt, ich komme hier gar nicht weiter, richtig? Ja, sie machen nämlich gerade Forschung im ewigen Wald oder im Ewigwald. Ja, die forschen hier überall. Na gut, ich bringe jetzt erstmal Glumanda auf Level 16, damit es sich entwickeln kann. Und dann können wir gegen den Trainer kämpfen und wir hätten hier einen Chalos bekommen können, also einen Chalelos auf Deutsch. Wäre ziemlich cool gewesen, aber na gut. Glumanda Level 16 erreicht und 40 jetzt entwickeln. Captain Z hat jetzt den EP-Teiler. Den Captain Z braucht am nächsten Training. Aber erstmal gönnen wir uns jetzt erstmal ja, dieses schöne Glutexo. Na, ich liebe Glutexo, es ist so schön rot. Charmeleon. Und es möchte was lernen, und zwar... Ist das Drachenwut? Ne, Drachenwut wäre Dragon Rage. Ist das Feuer-Odem? Ja, das ist Feuer-Odem. Ja. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich glaube, ich würde Biss raustun. Vielleicht Metallklaue. Metallklaue will ich eigentlich behalten. Ne, ich tue Biss raus. Und dann haben wir einfach mal Feuer-Odem. Wird nicht für immer da bleiben, aber erstmal ist das eine ganz gute Attacke. Gut, ich will mal eben die Werte anschauen. Na, die Sache ist auch die, unsere physischen Attacken bringen halt nicht so viel. Wegen dem Wesen. Aber, ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Beide Attacken sind gleich stark. Das hier kriegt halt Step, also hat es auch 60 Schaden. Ist in Ordnung. Gut, jetzt will ich gegen die Trainerin da kämpfen. Ich weiß aber nicht, mit welchem Pokémon ich anfangen möchte. Mit Orgelistin wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich versuch's einfach mal. Oh, ist ein Trainer, keine Trainerin. Okay, kämpfen, bevor wir in den Ewigwald gehen. Ja, es dauert sowieso noch ein bisschen für mich, bis ich in den Ewigwald gehe. Aber Jacob kann ja mal zeigen, was er kann. Mit einem Ponita. Ach, das hat einen hohen Angriff. Wie ist unsere Verteidigung? Miserabel. Aber ich sollte eigentlich... wobei, wenn er zum Feuerrad kommt oder Flammenrad, dann... Ich wechsle lieber. Ich möchte Orgelisten jetzt nicht verlieren. Nicht gegen einen Ponita.
Ja, Stampfer ist auch stark. Ja, guck mal, wenn das gegen Argument so viel Schaden macht, das hätte Orgelisten vielleicht schon besiegt. Oh, jetzt auch noch unsere Verteidigung senken. Gar nicht gut. Das möchte ich eigentlich nicht. Reicht denn die Aquawelle, um das Ponita zu bashen? Ja, das reicht. Ich denke, da ist ein Level-Up für Aquaman drin, oder? 121 für Orgelistin, 121 für Aquaman. Ja. Und Aquaman möchte Mudbomb lernen. Schlammbombe. Spezielle Bodenattacke. Aber Bulldoze ist ein bisschen cooler, weil es die Initiative senkt. Ich tue mal dafür Heuler weg. Und irgendwann können wir uns ja dann entscheiden, welche Attacke von denen wir dann doch eher behalten und welche für was Besseres wegkommt. Und zwar 43 für Captain Z. Es geht weiter mit Barmelin. Ah, das ist auch ein cooles Pokémon. Das hätte ich gerne gehabt. Und es macht erstmal unseren Angriff kaputt. Na gut, wenn du meinst. Initiative sinkt. Sind wir schneller? Ja, jetzt sind wir schneller. Okay. Und Level 11 für Captain Z. Es kommt Voltilam. Ja gut, da muss ich gar nicht wechseln. Da bleibe ich jetzt einfach drin. Auch wenn Aquaman dafür sehr, sehr viele Erfahrungspunkte jetzt kriegt in diesem Kampf. Die eigentlich andere eher verdient hätten oder eher bräuchten. Naja. So, Jacob ist besiegt. Jetzt habe ich das Problem, ich komme nicht weiter. Ich könnte jetzt hier zwar trainieren, das dauert aber ewig. Also muss ich jetzt eigentlich zu den Auen von Flori gehen und mich da verprügeln lassen. Ich glaube nicht, dass wir mit allen unseren Pokémon da lebend rauskommen. Denn wir müssen dort gegen einen Galaktikvorstand kämpfen. Und ja, die hauen richtig rein. Die hat, glaube ich, auch schon Schnurgast. Also sogar jetzt am Anfang des Spiels. Und Schnurgast ist ein starkes Pokémon. Das heißt, ich gehe da auch mit meinen Stärksten rein. Und das heißt nicht Orgelistin. Nee, ich würde sagen, ich gehe wirklich mit... Ja, die haben wahrscheinlich auch Gift-Pokémon. Ich gehe mit Aquaman rein. Da habe ich nicht so viel zu befürchten, vermute ich. Und wir können auch mit Mudbomb angreifen, falls da jetzt wirklich irgendwas Defensives kommt. Oder unser Angriff gesenkt wird. Oder ist das sogar ein Doppelkampf? Genug geredet, gib uns den Honig. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird jetzt diesen Honig bekommen. Wir brauchen ihn, um Pokémon anzuziehen, und zwar in großen Zahlen. Ah, verdammt, dieses Kind hat uns gesehen. Was sollen wir tun? Wir dürfen nicht zulassen, dass es das Kind jetzt abhaut und um Hilfe ruft. Die Lösung ist einfach. Wir stellen sicher, dass das Kind ruhig bleibt, oder? Naja, Kind, Knirps, Göre. Okay. Doppelkampf gegen Galaktikrüpel. Oh. Subot und Glibunkel, das ist eigentlich in Ordnung. Ja, Bulldoze wird jetzt zwar mein Glutexo treffen, aber das ist mir egal, weil ich habe ja Mudbomb. Ha, perfekt. Und bei dem Zubat würde ich sagen Rocktoon, weil es ein sehr schnelles Pokémon ist. Wir sind trotzdem schneller. Das gefällt mir. Und der Schaden hätte fast gereicht. Oh, das ist nicht gut. Okay, es war ein Volltreffer. Genauigkeit sinkt. Ja, ich werde Glutexo jetzt auswechseln. Ich riskiere da überhaupt nichts. Die Bunkel ist auf jeden Fall schon mal besiegt. Konfusstrahl. Ja, dann wechsle ich Glutexo jetzt auf jeden Fall aus. Das bleibt nicht drin, damit sie besiegt wird. Ist ja wohl klar. Morabel bleibt. Ich kann auch nur mit Waterpuls angreifen, alles andere macht gerade keinen Sinn. Ich würde eigentlich, ja, ich kann das Zubat besiegen und dann kann nur das Ladybar angreifen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich würde gerne auf Captain Z gehen, ich wüsste eigentlich, was mich davon abhalten soll. Aber Draculus ist, glaube ich, immer die bessere Wahl.
So, Zubat ist besiegt. Und wenn Ladybug jetzt Draculus angreift, nimmt es zwar Schaden, aber das halten wir schon aus. Ach, es kommt Kometenhieb oder sowas. Ah, ich hasse Ladybug. Reflektor. Okay, ist auch nicht so toll. Weberak. Mhm, okay. Ja, der Reflektor ist auf jeden Fall egal, wenn ich speziell angreife mit Aquaman. Und bei Draculus, gut, da ist jetzt der Schaden zwar ziemlich genervt worden, aber mal gucken, was wir hier machen. Oh, das war nice. Ah, jetzt hat aber leider unser Speed gesenkt. Aber Weberak ist besiegt. Und Ladybug kann uns jetzt nicht mehr so viel tun. Level 13 für Captain Z. Und Captain Z möchte Magnetbombe lernen. Spezielle Stahlattacke, richtig? Ah, physische Stahlattacke. Ich hätte zwar gerne Stahlattacke, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich wegtun soll. Und bei dem Angriffswert von Magnetilo macht es auch nicht wirklich Sinn. Aeroass. Hm, der Schaden ist da. Aber ich denke, das sollte reichen. Ja, komm. Der Waterpuls macht den Rest. Aber ich dachte, wir kämpfen gegen ein... gegen ein Vorstandsmitglied. Zwei Hüpel? Okay, das ist nicht das Problem. Das schaffe ich schon. Oder kämpfen wir erst im Kraftwerk gegen die mit dem Schnurrgast? Oh. Das kann natürlich sein. Aber was mache ich denn gegen Schnurrgast? Das Kind hier ist ziemlich tough. Wirklich, wirklich tough. Na gut, gehen wir zurück zu den Windkraftwerken. Okay, dann haben wir den Typen hier gerettet. Das ist schon mal gut. Was ist das denn? Die haben das anscheinend vergessen. Die Schlüsselkarte für das Kraftwerk. Ich brauche das nicht. Du kannst es haben. Ja, danke. Ah, jetzt gibt er uns Honig. Ja, perfekt. Damit können wir den Honigbäumen Pokémon fangen. Ich glaube, hier ist auch einer. Muss mal eben schauen, wie das denn gerade auf der Karte ist. Sind wir in Flori? Oder wo sind wir? Geh mal eben hier auf Zoom. Fuego? Ironworks? Okay. Weil ich habe ja auch in Flori kein Pokémon gefangen. Wir hatten zwar die Johto-Starter, aber die zählen nicht, weil die stationär sind. Also mache ich jetzt hier Honig dran. Und hier in dem Spiel sollte es so sein, dass der Honig sofort ein Pokémon anlockt. Genau. Eigentlich muss man immer 6 Stunden warten oder so. Aber hier in Renegade Platinum ist das nicht so. Und wir kriegen einen Tangela. Ja, das gefällt mir. Vielleicht nicht für Aquaman. Aber generell ist Tangela erstmal ein gutes Pokémon. Ja, Absorber bringt überhaupt nichts. Du ziehst mir 1 KP ab und das auch nur, weil das das Mindeste ist. Oh, 2 KP. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber auch der Schaden kann mir egal sein. Ein Flügelschlag. Ah, ich mag das nicht. Jetzt traue ich mich nämlich nicht nochmal anzugreifen. Und Biss macht so viel weniger Schaden, das verstehe ich auch nicht so ganz. Na gut, ich versuche jetzt einfach mal das Tangela zu fangen. Das hat, glaube ich, nicht die beste Fangrate.
Ja, das könnte ein bisschen dauern. Und es heilt sich auch. Aber Flügelschlag, ich kriege Volltreffer, dass das Tangela besiegt und ich würde das eigentlich ganz gern behalten. Ich meine, ich habe genug Auswahl an Pflanzen-Pokémon durch die ganzen Starter. Aber trotzdem. Ich will das Tangela nicht besiegen. Ich will das haben. So ein Tangolos ist am Ende dann doch ganz gut. Verwurzler, okay. Schwierig. Ich muss nochmal angreifen. Ich meine, es heilt sich ja auch. Oh, Rankenhieb. Macht aber genauso viel Schaden wie Absorber. Okay, kein Volltreffer. Nicht angreifen. Das wäre jetzt sehr, sehr gefährlich. Pokéball. Na komm, bleib drin. Das wird jetzt auch mal wieder schwierig, weil es sich heilt, aber ich traue mich einfach nicht. Ich traue mich auch nicht, Biss einzusetzen, weil ich glaube, Biss reicht auch schon. Wenn es ein Volltreffer ist. Na gut. Tangela wurde gefangen. Und das kommt auf jeden Fall in die Reserve. Man weiß ja nie. Wir nennen es einfach mal Medusa. Gut, ja. Was haben wir hier noch? Der erzählt mir, wie das mit dem Honig funktioniert und der hier... Der erzählt mir nur was über Blumen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, die Windkraftwerke machen wir im nächsten Part, denn das könnte noch ein bisschen zeitintensiv werden. Aber wir hatten einen guten Part. Wir haben einen Magnetilo bekommen, wir haben einen Voltilam bekommen, ja, okay. Und jetzt ein Tangela. Aber gerade das Magnetilo ist hier wirklich sehr, sehr wichtig. Und es kann sich im Kraterberg zu Magnezone entwickeln. Das dauert auch nicht so lange. Also, ich bin schon sehr gespannt drauf. Gerade habe ich ein sehr gutes Gefühl. Okay, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, nur das Beste.